Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit dem Bus Simulator 18. Und jetzt werde ich erstmal ein bisschen erzählen lassen. Bei mir der Fabian und die Julia. Servus. Hallöchen. Und ich habe mein Lenkrad gar nicht angeschlossen. Gut gemacht. Ich habe auch schon eine neue Mission für dich. Die Stadtverwaltung hat kürzlich mit der Handelskammer geredet. Sie möchten, dass du Strecken entlang der dicht befahrenen Umgehungs- und Ausfallstraßen der Stadt anlegst. Entlang dieser Straßen wollen sie den öffentlichen Nahverkehr erheblich verbessern, um die Geschäfte der örtlichen Gewerbebetriebe anzukurbeln. Solltest du das in den nächsten Wochen hinbekommen, ist sogar ein Bonus drin. So, Lenkrad ist angeschlossen. Ich hoffe, es ist auch richtig konfiguriert, sieht aber gut aus. Und wir haben hier ein paar Missionen zu machen, für die ich jetzt erstmal die Linien erstellen würde. Und zwar nutze Fahrer, um Einkommen auf einer Strecke zu generieren, welche alle Ringhaltestellen verbindet. Das ist die Innenstadtlinie. Nehmen wir die Linie 1 hier. Und dann hoffe ich mal, dass das blöde Ding hier jetzt zugeht. Und dann gucken wir mal. Die bauen wir um. Route entfernen. Nein, abbrechen. Route bearbeiten. Wollen wir. Die Route 1 wird unsere Ringlinie. Und zwar müssen wir am 2, 4, 6. Ja, wir starten ja schon am Zopf, ne? 3, 3, 4, 5, 6. Nutze Fahrer, um Einkommen auf einer Strecke zu generieren, welche alle Ringhaltestellen verbindet. Jo, haben wir. Ist natürlich die Frage, ob er das jetzt auch annimmt als solche. Da müssen wir jetzt einen Fahrer drauflegen. Der ist aber schon. Da sind sogar schon zwei drauf. Dann haben wir die Gürtellinie. Das wäre dann die Linie 2, die werden wir dafür benutzen. Alles weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieso geht das nicht? Wie geht das hier nicht weiter? Jetzt. Und die Siegesstraße. Dann haben wir die auch. Da auf der Linie ist es auch schon Fahrer. So, und dann fahre die oben genannten Strecken im Loop-Modus und generiere Einkommen. Verfüge über mindestens zwei Fahrer mit Level Ass pro Strecke. Nutze nur Erdgasbusse auf diesen Strecken. Okay, das ist jetzt schlecht. Mal gucken, was wir hier so haben. Also, zwei Assfahrer haben wir. Jetzt muss ich hier die ganzen Linien umbasteln. Strecke 10 und 11. 10 und 11. Dann nehmen wir hier die beiden auch mal runter. Und dann dort einmal. Dort einmal. Dann brauchen wir zweimal. Hallo? Den da. Dann brauchen wir zwei. Was waren denn die Erdgasbusse? Die Urban Way, ne? Keine Ahnung. Jawohl, die Urban Way waren's. Dann müssen wir jetzt zwei Urban Ways hier raussuchen. Irgendwo. Fahrer zuweisen. Ah, guck mal, da haben wir schon mal einen. Da haben wir noch eins. Citarus haben wir noch ganz viele. Da war noch ein Urban Way. Da, nehmen wir den da weg. Und die gehen dann jeweils hier drauf. Einmal Urban Way. Und einmal... Okay, also Linie 1 und 2 darf befahren werden. Im Loop-Modus. Braucht ihr dazu eine Erklärung? Ja. Ja, und zwar gehst du auf die Linie 1. Seid ihr überhaupt schon im Spiel? Ja, ich bin drin. Ja, aber der Fabi fehlt noch. Bei mir lädt's gerade. Okay. Okay, also und zwar gehst du auf die Linie 1, dann gehst du auf Strecke fahren, also auf Fahrt starten. Moment, hallo. Auf Fahrt starten. Genau. Ja. So, und dann hast du hier Einstellungen, da hast du Loop. Ja. Und dann den machst du an, den Loop-Modus. Und dann machst du die Too Early Events bei UI-Einstellungen noch an und dann kannst du dir einen Bus aussuchen und losdüsen, beziehungsweise ja, genau, such dir dann erstmal einen Bus aus und dann kannst du dir, wenn wir hier fertig sind, kannst du dir einen eigenen Bus zusammenbasteln. Und welche, ich nehme dann quasi Strecke 2, oder was? Genau, und ich werde mich dann auch auf die Strecke 1 mit einzecken.
Also Loop-Modus an. Genau. Und Two Early Events müssen auch an. So, wir nehmen ja, das ist Zitaro. Aktiviert. Unseren neuen Flammen-Zitaro nehmen wir. Wo sind meine Pedale? Die sind angeschlossen. Und funktionieren sogar. Sofern ich. Loop-Modus an quasi, oder? Genau. Okay. Oh, da ist so ein schöner pinker Bus. Ja, das ist ja vom zentraler Busbahn. Martin. Soll ich den jetzt nehmen, oder was? Nö, ne, such dir einen aus halt, ne? Wenn du pink fahren willst, dann fahr pink. Ich fahr jetzt pink, ist mir egal. Hallo. Sieht, der hat irgendwas. Und jetzt kann ich starten, ja? Jo. Eine Fahrkarte, bitte. So, eine Einzel Standardtage. Karte. Ich kann das. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Sonst noch wer? Alle drin. Auf geht's durch die Innenstadtfahrer heute. Ich muss das Licht. Ja, das Licht ist an. Nächster Halt, Rathausgasse. Ah, ich finde das immer schön, wenn man hier rauskommt, machen sie wenigstens Platz für einen. So, ich habe keine Ahnung, was der Loop-Modus ist, ne? Sollen wir mit irgendwie. Ah, bitte, halte 5. Oh Mist, ich habe vergessen, halt fürs Abendessen einzukaufen. Ach, naja, dann gibt's eben Pizza. So, Linie 2 ist der große Ring, also du fährst auf der Hauptstraße und ich und Julia, wir fahren durch die Altstadt. Quasi. Aber ja, wenn wir die Mission irgendwann mal alle durch haben, wenn wir die Linien eh alle neu sortieren. Wieso sollen wir die Bushaltestelle eigentlich nicht anfahren? Weil die nicht zum Ring gehört, oder was? Ach nö. Geht das schon wieder gut los hier. Leid. Halt die Schnauze mit deiner Mucke da. So. Also, Rathausstraße ist die erste. Rathausgasse, nicht Straße. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und der Zitaro eignet sich natürlich hervorragend, hier in den Gassen rumzufahren. Oh, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Nächster Halt, Rathausgasse. Oh, ich krieg mal wieder den Bus nicht zum Laufen hier. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Fahrkarte, das ist gut, weil wir haben noch eine gute Zeit. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht noch schneller wäre. Danke. Bevor wir wieder so lange rumstehen hier. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Na klar, hier. Na klar. Oh nein, na klar. Jo, ein Schwarzfahrer. Hier, bitte. Klar. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Du hast ein UFO gesehen, da würde ich zum Arzt gehen. Mein Freund. Aber hier kann man übrigens das Fenster auch aufmachen. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber. So, das Radio, ne, kann ich auch gerade mal was zu erzählen. Das wird noch ein Update geben, in dem Internetradio hier funktioniert. Wo ist das Radio hier überhaupt verbaut? Oben. Oh ja, da oben ist es. Genau. Da oben sind auch noch andere Sachen. Kann man aber nichts anklicken aktuell. Ja, Radio geht noch nicht, aber das kommt jetzt. Es gibt bald Internetradio. In Game, so ein bisschen wie im Landwirtschaftsbetrieb. Wer fährt denn den Herzchenbus? Ich bin's nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich fahre. Meiner ist mit Flammen. Meins ist ein Rockerbus. Das ist der Bus, den ich mal benutze, wenn die Hells Angels Betriebsausflug machen. So. Punnickgasse. Voll wenig Verkehr hier in der Innenstadt. Nächster Halt, Punnickgasse. Übrigens, Fabi, diesmal nehme ich mit Ton auf. Das ist gut. Endlich haben wir auch eine Anwendung. Ich wollte dich vorher schon fragen, ob das schon an ist, aber ich hab's lieber lassen. Klar. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Oh ja, hat sich ja wieder gelohnt, das Aufstehen. Wieder ein Schwarzfahrer. Zwei Stück heute schon.
Jetzt habe ich schon mehr Geld durch Schwarzfahrer verdient als durch Fahrkartenverkäufe. Und wir haben wieder 30 Sekunden Zeit. Das heißt, wir können hier noch einen Moment warten. Die Klimaanlage, kann man die Klimaanlage bedienen? Es gibt hier leider keinen so einen richtigen Mausbutton. Bei mir funktioniert die Steuerung überhaupt nicht gerade. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? WASD, blinken, Q und E, Türen aufmachen, nee. 1, 2, 3, 4. Nein, das meine ich gerade nicht. Der Bus startet nicht. Der startet nicht? Hast Nein, mal, der startet hast, nicht. Hast du mal P gedrückt? Also ist der Motor an? Nächster Halt, Pferdemühlengasse. Ja, glaube schon. Dann drück mal P, dann ist die Handbremse weg und dann musst du auf die Nummernpads-Taste auf die 7 drücken, um den Vorwärtsgang einzulegen. Wow, okay. Er fährt, wa? So, schalt um, Ampel. Ja, er fährt, aber... Ja. Überfahr ja keine Person, das kostet 20.000 Öcken. Nächster Halt, Pferdemühlengasse. Nein, ich überfahre niemanden, keine Angst. Überschein, Schwarzfahrer. Genau pünktlich. Ich überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Boah, diese Türen. Ja. Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich. Bis dann. Zur Arbeit. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Tagesstandardkarte. Bitteschön. Danke. So, jetzt haben wir keine Zeit zum Kontrollieren. Dann fahren wir direkt los. Und da hinten ist gerade ein Arm von einem meiner Fahrgäste aus der Wand raus gedroppt. Nächster Halt, Wilton Theater. Nächster Halt, Wilton Theater. Hört einer laut Musik? Aber wieso gehen diese Türen immer nicht auf? Das ist zum Kotzen. Wo kommt die Musik her? Tschüss. Wiedersehen. Wo kommt die blöde Musik her? Die ist tatsächlich aus dem Spiel. Wo kommt die her? Okay, mein Spiel schmiert ab, glaube ich. Achso, das ist das Radio. Das Radio geht doch. War cool, da haben wir so ein bisschen Hintergrundmusik. Hey! Wahnsinn! So, also, eine Einzelstandardkarte. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Na, die Oma hat's wieder passend. Und auf geht's. Keine Zeit für Kontrollen. Die Seilerstraße. Nächster Halt, Seilerstraße. Ja, ganz schön am Ruckeln heute hier das Spiel. Was ist denn los? Also bei mir ist nichts. Bei mir ruckelt es auch nicht. Ja, dann liegt das wahrscheinlich an meinem Rändern im Hintergrund. Seilerstraße. Dann habe ich wohl irgendwas mit der Einstellung wieder verkackt. Aber es ist ja okay. Es geht ja. Ist ja nicht ganz so wild. Ich glaube, sie blockieren die Tür. Eine Fahrkarte bitte. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Der Bus fährt nicht los. Ich stehe auf Danke. Der Straße, der fährt nicht los. Ich weiß ja nicht, was du da machst. Hast du dich vorher schon mal mit dem Spiel auseinandergesetzt, bevor du jetzt hier das erste Mal mitmachst? Ja, natürlich. Ich habe schon öfter gefahren. Hört sich gerade an, als wärst du jungfräulich. Nee, alles gut. Ich schon öfter gefahren, aber irgendwas haut hier gerade überhaupt nicht hin bei mir. Ist wieder die Parkbremse drin? Oder Nein. Oder eine Tür offen? So, jetzt werden wir mal erforschen, was da. Also, das ist jetzt die Endhaltestelle theoretisch, aber wir haben einen Loop-Modus. Ich weiß aber nicht, was der Loop-Modus ist. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Oh, ich bin hundemüde. Nächster Halt: Goliath-Gasse. Hm.
jetzt fährt er. Wo ist mein Hut hin? Tschüss. Bis dann. Wo ist mein Hut hin? Interessiert mich doch nicht. Oh je, oh je. Ihr wollt aber nicht alle rein zu mir, oder? Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Also jetzt fahren wir zurück zum Zopf. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Okay, Loop-Modus ist dann quasi einmal im Kreis fahren mit der Endhaltestelle, wo die Anfangshaltestelle ist, oder was? Also auf jeden Fall hat er jetzt gesagt, Zopp ist die Endhaltestelle. Das ergibt natürlich Sinn, dieser Loop-Modus, weil das bei einer Rundfahrt natürlich im Original auch so wäre. Und den Zopp als Start- und Endhaltestelle finde ich cool. Ergibt Sinn. So, wollen wir die Chance mal kurz nutzen? Na klar. Klar. Na klar. Hier. Was? Ach so. Sie haben meine... Klar. Klar. Oh, jetzt haben wir alle gültige Fahrkarten. Jetzt haben wir mal kurz den Müll auf noch. Ah, das ist übrigens unser Bubble-Bus, ne? Da habe ich die Bubble-Dinger drin verbaut. Mit dem neuen Citaro-Interieur. Es kommt ja dieses Jahr noch ein DLC mit Interieurs und zwei mit Fahrzeugen. Habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich. Eine Map-Extension. Und ich habe auch mal nachgefragt, ob die geplant haben, den Multiplayer über kurz oder lang auf mehr Spieler aufzupimpen. Wer ist das denn? Linie 2, bist du das? Nee, das bist du nicht, ne? Nein, das ist ein Computer. Und nochmal, Moment. Ich war auch Linie 2. Wo ist mein Hut hin? Ich war gerade Flusspromenade. Oh, dann bist du ja schon unten am Fluss, ne? Jo. Bist ja fast durch. Wo ist gleich Karte nochmal? Escape. Musst du im Escape-Menü. Nächster Halt. Zentraler Busbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Absolut pünktlich. Danke sehr. So, alle raus. Dann werden wir in der nächsten Folge die Linie 2 fahren. Drücken Sie die Ende-Taste oder bringen Sie... Ne, wir drücken Ende. Dann gucken wir mal, ob das mit der Mission geklappt hat. Oh, hier überall schon Level 3. Sehr schön. Und 5 Sterne Bewertung. Ich glaube, das war sogar eine Mission, dass wir alle Stationen auf Level 5 aufleveln müssen. Das heißt, wir müssen eh noch ein bisschen durch die Gegend fahren. Aber das mit der Strecke hat hier nicht geklappt. Nutze Fahrer, um Einkommen auf einer Strecke zu generieren, welche alle Ringhaltestellen verbindet. Hat nicht funktioniert. Aber warum nicht? Weil ich den Zopf wahrscheinlich mit drin habe. Ne? Achso, wir verfügen über mindestens 2 Fahrer mit Level Ass pro Strecke. Dann kann das ja auch nicht funktionieren. Okay, das werden wir in der nächsten Folge machen. Da werden wir hier oben die nochmal jeweils einen Assfahrer zuordnen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Da seid ihr zwei dann auch wieder mit dabei, gehe ich mal von aus, ne? Jo. Klar, gehe ich von aus. Dann von mir wie immer ein gepflegtes Reingehauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.